Aus Spaß wurde ernst und das schon vor 10 Jahren. 1997 wurde aus einem Hobby-Eishockey-Club der EHC Hart und der spielt mittlerweile in der 3. Liga. Allerdings nicht in Österreich, sondern in der Schweiz. Ganz einfach, weil die Wege, die man bei Auswärtsspielen zurücklegen muss, in der Schweiz kürzer sind. Eine der absoluten Stützen im Verein ist der ehemalige Bundesliga- und Nationalligaspieler Martin Resniak. Seinen Wechsel zum EHC Hart begründet er mit seinem fortgeschrittenen Sportleralter. Martin Resniak ist immerhin schon 35 Jahre jung. Man muss in einem gewissen Alter wissen, wo seine Grenzen sind. Und dann kann man eine Liga weiter reingehen. Und das habe ich lange Jahre viel gemacht. Die 2. Liga zum Spielen zu Österreich und die Bundesliga. Und irgendwann muss man wieder jungen Platz machen. Auch wenn es nur unter Anführungszeichen die 3. Schweizer Liga ist, Martin Resniak ist immer noch mit voller Motivation dabei. Nee, da ist man schon noch mit Biss dabei. Da geht es ja um Punkte und um Platzierungen und man geht ja trainieren und das kann man nicht einmal so ausmachen, einfach so gehen und sagen, ja, es ist mir egal, das ist ein Kampfsport und dort will man immer gewinnen eigentlich und Punkte machen. Begeistert zeigt sich der Ex-Profi vom Umfeld in Hart. Wohl, da haben sie eigentlich ein ganz gutes Umfeld gemacht, da die Gemeinde. Und das schlägt man, dass sie das da gleich überdachte Eisplatz gemacht haben. Und es ist gut organisiert von Günther Geschliffener, der Präsident. Also wir haben da Auswärtsfahrt, da haben wir Bus und so, wo nicht selbstverständlich ist in den Ligen, das haben die Schützer nicht einmal selbst. Und da Verpflegung, einen guten Betreuer haben wir, Coach. Und da haben wir einen Zeugwart, einen guten, der für uns alles läuft. Also von dem her ist es schon relativ profihaft. Letztes Jahr wurde der EHC Hart Meister in der 4. Schweizer Liga. Momentan befindet man sich im Spitzenfeld der 3. Liga. Und trotz dieser beachtlichen Erfolge ist der Verein eigentlich nur Insidern bekannt. Viele Harder wissen gar nichts von der Existenz ihrer Hockey-Cracks. Das bestätigt und bedauert auch die Harder Sportreferentin Evi Meier. Durch den Sieg in der Meisterschaft und jetzt der Aufstieg in die 3. Liga habe ich jetzt gerade am Obmann, am Herrn Geschliffener angeregt, dass er eben speziell den Hadern den EHC besser bekannt macht, mittels Bürgerservice, also das ein bisschen Publicity macht, das wäre ganz wichtig, weil es stimmt sehr wohl, was Sie sagen, vielen Hadern ist nicht bekannt, dass wir so einen erfolgreichen Eishockeyverein haben.